Hallo, willkommen zu einer speziellen Superfolge von youtube.com/beak, heute mit Chef Beak. Und ihr fragt euch sicher, warum wir hier gerade in meiner winzig kleinen Küche sind und warum ich eine Sonnenbrille trage. Also das Erstige ist, wir werden heute was kochen. Und zwar Pizzateig Amerika. Das ist speziell mein Lieblingspizzateig und ich werde euch zeigen, wie man diesen perfekt macht. Also, darauf könnt ihr euch freuen. Auf die Frage, warum ich eine Sonnenbrille aufhabe, ist... Ich habe hier gerade mein Stage Light hingestellt und das ist verdammt hell. Das ist ziemlich verdammt hell. Und ich wollte nicht, dass es mir die... Also, sofort. Was braucht man für das Rezept? Man braucht 500 Gramm Mehl. Ich habe hier spezielles Pasta-Gel, Pasta-Pizza, Pizza-Mehl. Wir haben hier unseren Boy, der hier gerade so ein bisschen seine Pizza in den Ofen schiebt. Und hier ist der klassische Slogan der Pizzamacher: Una facciaria tipica come il sui pizzaliolo. Pizza. Pizzaiolo. Pizzaiolo. Also der klassische Slogan, man kennt's. Man braucht außerdem ein Würfel Hefe. Ich habe jetzt hier ein Paket Hefe. Ich weiß nicht, ob das gleiche ist. Ich habe ein bisschen Angst. Salz. Scheiße, Salz habe ich mir natürlich nicht hingestellt. Das Stage riecht aus. Es brennt in den Augen. Eine Prise Salz und Zucker. Ist vielleicht ein bisschen... Ich habe ja noch ein Kilo Kohlen. Was soll die Scheiße denn, ne? Das wird und ein wenig Zucker. Und das Geheimnis, dass ihr schon die ganze Zeit um die Ecke luken seht. Ein Krombacher Weizen. Das ist Krombacher Weizen. Also, ich habe das Rezept vom kochlöffel.de. Ich weiß nicht genau, ob da irgendwie crazy shit abgeht. Ob hier irgendwas explodieren wird oder anfangen zu brennen wird. Ich hoffe mal, dass es ein paar gute Reactions aus mir rauskriegt, weil das ist das, was man will. Man will Reactions. Wie öffne ich jetzt die Flasche? Ja, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen. Also, fangen wir an, die Hefe im lauwarmen Bier auflösen, Salz und Zucker hinzufügen. Also. Ganz ehrlich, wer trinkt Hefebier? Wer trinkt Hefebier? Das ist ungefähr das Ekelhafteste, was es gibt. Und es gibt Guana-Pisse. So. Das Rezept braucht... Oh, shit. Oh, fuck. Oh, nein. Ein kleiner Fehlschlag, aber das kann man erwarten, wenn man dumm ist. Einen halben Liter Bier, das sind 50 Zentiliter, das ist, jo. Einen halben Liter Bier. Das sind 50 Zentiliter, so, den machen wir mal aus. Oder auch nicht. Oh, gut, dass ich meine ganze Speicherkarte gelöscht habe. Jetzt kann ich nämlich schön lange aufnehmen. So, ein Würfel Hefe ist wie viel Hefe? Also, wenn ihr mal eure Omas in die Kommentare lassen könntet und die mir sagen könnten, wie viel ein Würfel Hefe ist. Ich glaube, Hefe ist sogar frische Hefe und das hier ist getrocknete Hefe. Ich glaube, das ist nicht die gleiche Hefe. Also, was weiß ich. Können wir doch gleich mal die Action GoPro zum Einsatz machen, bringen. Ich mach die mal an und aus.
Das sieht doch gut aus. Oh, ja. Oh, guck mal, wie das versinkt. Das ist ja... So soll sich gute Pussy anhören. So, das ist doch wunderbar. Jetzt steht mein Finger nach Bier. Aber hey, es ist Karneval, das ist egal. Salz und Zucker hinzufügen. Genau, Salz und Zucker. Wir brauchen einen Esslöffel Salz und einen Teelöffel Zucker. Das sind zwei verschiedene Löffel. Ein Esslöffel Salz. Das ist nicht so optimal, wie ich gedacht habe. Nehmt euch nicht einen Salzstreuer, nehmt euch am besten ein volles Paket. Weil das ist ziemlich erbärmlich. Wenn man ein ganzes Paket Zucker oder Salz hat, dann kann man einfach so löffeln, rauslöffeln. Teelöffel Zucker. Ein bisschen hiervon, noch ein bisschen vom Salz. So. Das sieht jetzt zwar aus wie absolutes, wie der Tod, der lebende Tod. Aber ich verspreche, dass es noch wohl schmecken wird. Ich habe hier so viel Scheiße rumliegen. So, hier stellen wir mal hier hin. Damit wir hier auch schön viel Platz haben, machen wir erstmal die Arbeitsfläche sauber. Denn jetzt kommt der interessante Teil. Anschließend mit dem Knethaken so viel vom Mehl zufügen, bis der Teig nicht mehr am Rand klebt und schön geschmeidig ist. So, und jetzt mit dem Knethaken... So lange kneten, bis es nicht mehr am Rand und das Mehl dazu tun. Ich freue mich schon, das Mehl zu benutzen, denn es ist, wie gesagt, Pizza-Spezial. Also Spezial nur für Pizza. Pizzamehl. Wenn ihr euch normales Mehl, halt dieses Diamantmehl oder wie es auch immer heißt, holen wollt, um 8:30 geht die Party los, dann muss ich mich ja beeilen. Wenn ihr euch normales Mehl holt, dann holt euch 550, also Typ 550 vom Mehl, weil der ist speziell für Pizza. Sonst, so, Knethaken, das sind die hier. So sehen die aus. So, und jetzt mit dem Knethaken so viel dazugeben, dass es sich nicht mehr am Rand befestigt. Okay. Ich weiß nicht die richtige Rührtaktik für dieses Vorgehen, aber optimalerweise haut es nicht überall alles hin. Ich möchte eigentlich optimalerweise, dass das... Oh, das sieht doch gut aus, Leute. Hier ist uns gerade ein Knethaken flöten gegangen, aber mit einer kleinen On-the-Spot... Akupunktur können wir ihn wieder einbringen. Genauso wie wir dieses Mehl wieder einbringen können. Ey. Bitch. Okay, das wird so nicht funktionieren. Wenn Technologie versagt, dann muss man mit Manneskraft ran. Und ich weiß nicht, ob ich das optimal so gemacht habe, aber... Irgendwann muss man sich ja auch mal die Hände schmutzig machen, ne? Mamma mia! Ich muss das Biest zähmen. Ich muss es selber bändigen. Viele würden sagen, ich habe an diesem Punkt schon zu viel Mehl dran gemacht, aber... Das funktioniert doch einfach so nicht. Hab ich mir noch die Hände gewaschen, bevor ich das hier gemacht habe? Das ist die schlechteste Möglichkeit, die passieren kann, wenn euer Knethaken nicht funktioniert. Dann müsst ihr da nämlich selber dran, und selber dran gehen ist immer scheiße. Weil dann sehen eure Hände so aus, und das sind eklige Hände. Das sind keine Hände zum Küssen zu kriegen. Also kann man keine Küsse haben. Wenn man da so zu jemandem ankommt, so... Na, wie geht's, Babe? Willst du vielleicht mal... Nein, Mann, du hast...
du hast Weizenbier-Tee. Weizenbierzeug an deinen Händen, dann funktioniert das so nicht. Jetzt habe ich es überall in der Spüle und es ist doch. Als Kniehaken weiter, das ist egal. Oh Gott! Das funktioniert ja gar nicht hier. Bitch. Wie ihr seht, ist hier Kleb City. Wir sind hier nicht in Klebstadt. Wir sind hier nicht in Markerville. Wir sind hier nicht in Uhuhausen. Wir sind hier bei mir in der Küche. Und bei mir in der Küche, da klebt der Teig nicht. Wisst ihr was? Ich hol den jetzt. Ich mache jetzt einmal was keine Miete zahlt, muss raus. Hol den Spezial, was jetzt hier. Ich hab's überall auf meiner Kleidung. Okay, ich möchte recht viel Mehl da auf eure Arbeitsfläche machen. Ich krieg's überall hin. Überall ist Mehl. Ich lebe in Mehl City, könnte man sagen. Viel zu viel Mehl. Viel zu viel Klebeteig, aber es ist gezähmt, es ist gebändigt. Der Teig ist. Das Biest wurde erlegt. Das ist, was ihr wollt. Der Teig muss schön fluffig sein, aber trotzdem hart. Und optimalerweise sollte er nicht kleben. Also wenn er klebt, einfach nochmal in das Mehl hauen, vielleicht ein bisschen auseinanderstretchen. Ein bisschen rumkneten. Weil dass der klebt, das wollt ihr nicht. Ihr wollt einen schönen weichen Teig und keinen Klebeteig. Ihr wollt keinen Klebeteig. Hier im Zimmer fliegt ziemlich viel Mehl rum und ich habe Angst, dass sich das irgendwie beim. Dass sich das irgendwie bei den Dingens entzündet. Also optimalerweise nicht. Optimalerweise nicht. Aber ich glaube, wir haben schon den optimalen Teig. Sieht doch schon mal gut aus. Ein bisschen den ganzen Teig zusammenkratzen. Und danach sich die Hände waschen, weil das sind keine Hände, mit denen man in den Club gehen kann und sich an flotte sick girls ranzumachen. Verstehst du? Damit kannst du nichts an. Mit diesen Griffeln ist. Nicht mal deine Mutter kann ich mit diesen Griffeln lieben. Also, würde ich optimalerweise die Hände waschen. Oder auch nicht. Du kannst machen, was du willst. Du kannst deinen Teig vorbereiten, wie du willst. Du musst ihn nicht so cool in der Luft drehen können. Ja, du musst hier Italiano, Pizzeriano. Ja. Ich bin übrigens, obwohl ich diese Pizza-Skills habe, kein. Pizzamann, Pizzaland. Italiener. Das war rassistisch. Ich bin Rangdeutscher, deswegen den hier, den schmeißen wir jetzt mal in den Müll. Jedes Mal, wenn ihr dieses Rezept macht, müsst ihr einen Topf opfern. So sieht der Teig aus. Das ist ein Teig, auf den Mama Pizzeria stolz sein kann. So, wir sollen den Teig jetzt circa 60 Minuten gehen lassen. Natürlich lassen wir ihn nicht gehen, die Tür bleibt abgeschlossen, du kommst hier nicht raus. Aber was wir machen ist, ich werde ihn jetzt eine Stunde oder 30 Minuten, ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Auf jeden Fall werde ich ihn jetzt hier erstmal lassen und mit einem Handtuch verdecken. Damit er darüber nachdenken kann, was er getan hat. Und für mich wird es zwar eine Stunde oder 30 Minuten sein, aber für euch wird es so aussehen, als wären es nur ein paar Sekunden. Chef B, ich bin ein italienischer Koch. Ich bin ein Martadelli. Ich bin ein. Habe ich das gemacht? Jetzt nicht wieder. Ich bin. Keine Ahnung. Wir sehen uns in 60 Minuten. So, und da sind wir wieder mit unserem Teig, der jetzt 45 Minuten geruht hat und ich habe
absolut keine Energie mehr. Ich bin running on empty. Ich bin fertig mit der Welt. Also, ich habe Hunger, mir ist kalt, bin nass. Naja, nass bin ich nicht wirklich, aber... So. So, das Rezept verlangt mir nochmal anschließend nochmal durchzukneten. Ah, so sieht man doch was, hä? Was haltet ihr eigentlich von meinem Hemd? Das sind Tiger, falls ihr euch... Nee, Leoparden? Leoparden sind nicht die schwarzen, oder? Nee, das sind... African. Pumas sind die schwarzen, ne? Also, Leoparden sind die mit den Punkten. Also habe ich Leoparden auf meinem Gucci-Hemd. So, auf einem vorbereiteten Backblech ausrollen. Kann man das anfassen oder sterbe ich da? Oh, Kacke. Oh, das wird gleich richtig schön riechen. So, den ganzen Spaß dürfen wir jetzt hier auf dem Backblech ausbreiten. Ja. Es ist zwar jetzt schon zu spät, aber ich glaube, wir machen das mal auf einem neuen... auf einem neuen Backpapier. Oder wollen wir das hier auf dem Tresen machen und dann später aufs Backpapier tun? Ich glaube, es scheint mir nach einer vernünftigeren Idee. Kann man auch hier ein bisschen Mehl dran machen, ein bisschen... Und dann einfach ausrollen. Einfach ausrollen. Einfach mal rollen. So. Immer wieder neues Mehl dran machen. Mama Mia, Papa Pia, Baby give me the diarrhea. Wir wollen eine schöne runde Pizza. Normalerweise mache ich daraus eine eckige, aber... aus visuellen Gründen wird die jetzt rund. Und immer dran denken, außen ein bisschen mehr von einem vernünftigen Rand lassen. Also, das sieht alles ein bisschen wie eine Pizza aus. Jetzt haben wir hier schön den Teig fertig gelegt, wie es sein soll. Am besten noch einmal umdrehen. Das sieht doch gut aus, so. Was ich jetzt nicht bedacht habe, ist, wie ich den jetzt hier auf der Platte vernünftig auf dem Backpapier kriegen soll. Aber was nicht passt, wird passend gemacht. Und legen das Backpapier hier aus. Und hauen da einfach mal die Pizza drauf. Einfach mal die Pizza aufs Backpapier. Und die Pizza ist natürlich, also der Pizzateig ist einmal zu groß für das Backblech. Das ist immer optimal. Das freut mich immer, wenn das so passiert. Also müssen wir die noch ein bisschen kürzen. Wir haben hier jetzt alles ein bisschen an die Maße angepasst. Der Teig unten ist schön dünn, so wie ich es haben möchte. Und der Teig außen wird relativ dicker. Und während für mich der Ofen aufheizt, oder ist der schon heiß genug? Ja. Keine Ahnung. Was habt ihr letztens so gemacht? Habt ihr was Neues gelernt? Habt ihr jemanden Speziellen getroffen? Habt ihr irgendwie in letzter Zeit eine tolle Entdeckung gemacht? Vielleicht irgendwas hingekriegt? Vielleicht wurdet ihr befördert? Erzählt mir davon. Es ist sehr schön für dich. Also, ich versuche weiter mal die Zeit zu überbrücken. Ich würde jetzt gerne das Weizenbier trinken, aber leider, so wie ich gehört habe, stirbt man davon, wenn man das trinkt. Also, weiß ich nicht. Was ihr euch merken müsst, das ist kein Keksteig. Den kann man nicht roh essen. Also, da kriegt ihr bestimmt irgendwie eine Krankheit oder so. So, und jetzt ist es auch Zeit, die Pizza reinzutun. Nur für 2 Minuten, nicht länger. Das ist verdammt, das ist schwerer, als es aussieht mit einer Hand. Ah. So, und die lassen wir jetzt für 2 Minuten drinne. Also...
So ungefähr bis 25. Währenddessen kann ich auch gleich mal ein paar Kommentare zu diesem Teig lesen. CRZDX sagt, mein Freund sagt, es schmeckt zu viel nach Bier. Er mag es nicht. Was habe ich falsch gemacht? Liebe CRZDX, ich würde sagen, dass du dir einen neuen Freund suchen musst, weil wenn er kein Bier mag, dann ist er halt einfach nur ein Beta-Wichser, der nichts im Leben hinkriegt. Dein Freund ist wahrscheinlich auch Veganer, hä? Habt ihr Spinat auf die Pizza getan? Ich mach's mir extra schwer und such extra veganen Käse für meine Pizza. Ah, weißt du, soll ich dir ein Geheimnis verraten? Die Tiere sterben trotzdem so. Okay, das war... Ah, ja, ich wünschte, ich hätte die Kommentare vorher gelesen, denn... Profi-Tipp, den Teig noch mit 2 Esslöffeln Olivenöl verfeinern. Das macht ihn noch geschmeidiger. Bester Teig. Ja, du hast dich echt verspätet. Und ich möchte das nächste Mal mehr Einsatz von dir sehen. So. 3 Minuten sind vorbei. Ich stell mal den crazy Anti-Hitze-Stopper, damit mein Tisch nicht verbrennt. Stopper hier hin und hol mal den Teig raus. So, der Teig ist jetzt relativ fertig. Jetzt müssen wir ihn nur noch belegen. In der Mitte ist er relativ trocken. Die Außenseiten sind noch ein bisschen knetig und luftig. Was ich... Oh, fucking cunt. Fuck off. So, das müsste ich jetzt alles mit einem Löffel machen. Wir haben ein bisschen Miracoli-Knoblauchsoße mit Tomate. Und damit bestreichen wir jetzt erstmal hier ein bisschen... Die ganze Kruste ist gar nicht so gut geraten. Ich weiß nicht, soll ich das nochmal eine Minute reintun? Votet jetzt in den Kommentaren. Soll ich es noch eine Minute reintun? Ich tue es nicht noch eine Minute rein, weil das wäre für Pussys und für Leute, die das brauchen. Okay. So, das ist, glaube ich, genug Soße für eine Pizza. Und jetzt kann man das schön verstreichen. Das wird auf jeden Fall eine sehr soßige Pizza. Sehr soßig. Hört sich irgendwie wie ein komisches Wort an. War soßig irgendwann mal so ein deutsches Meme? Weiß ich gar nicht. Oh. Am besten, wenn ihr sowas macht, nicht die Jalapenos runterschmeißen, weil dann ist euer Boden zu scharf und dann könnt ihr nicht mehr auf den Boden treten, ohne dass ihr eure Füße verbrennt. So. Wo steht hier ein Verfallsdatum? Abtropfgewicht, ja. Okay, wenn nirgends so ein Verfallsdatum steht, dann ist es. Dann läuft es nie ab. Das ist einfach nur crazy hier. Die Jalapeno sieht eklig aus. Die schmeiße ich ganz weit weg. So, die Jalapenos, die habe ich natürlich nicht abtropfen lassen. Also habe ich den ganzen Jalapeno-Juice an meinen Fingern. Das heißt, wenn ich gleich pinkeln gehe, muss ich mir vorher nochmal die Hände waschen. So, und um der Pizza noch ein bisschen Pep zu verschaffen, haben wir Peperoni-Salami. Ah. Gefangen. Wir brauchen ein Messer. Ich benutze jetzt gerade ein Robert Herzteil Rostei Sulligen Germany Messer. Aber ihr könnt jedes andere Messer benutzen, solange es scharf ist. Weil Messer aus dem Kaufland respektiere ich nicht. Langsam fangen die Jalapenos an, mir irgendwie die Finger weh zu tun. Also machen wir das mal besser schnell. Ich mache jetzt einmal hier das Leben einer Peperoni. Es wird eine sehr rote Pizza. Ich hätte, glaube ich, die Jalapenos oben drauf tun sollen, aber... Die Idee ist jetzt auch schon ganz weit aus dem Fenster raus. Ich glaube, das ist aber trotzdem, auch wenn ich kein Veganer bin, ist das ein bisschen zu viel Fleisch. Das heißt, die Pizza gefällt mir noch mehr, weil ich viel Fleisch ist besser als wenig Fleisch. Ich bin Fleischesser, ich esse viel Fleisch. So, zählen wir einmal die Peperonis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Peperonis. Wir haben hier 11 Peperonis. Kriegen wir noch eine Peperoni? Votet jetzt in den Comments. Ja, wir kriegen noch eine Peperoni. Das ist die 12. Peperoni.
Und man braucht dafür eine Schere. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht die Finger abschneide. Hierbei. So, und gut, dass das ein wiederverschließbarer Beutel ist. Dann wird der Käse nämlich... Oh, fuck. Wenn das ein wiederverschließbarer Beutel ist, dann wird der Käse nämlich bei mir nicht so... trocken, weil ich benutze den sowieso nie. Eine Jalapeno geht noch. Eine Jalapeno können wir noch hinkriegen. Eine Jalapeno noch. Zwei Jalapenos. Und noch eine Jalapeno. Und noch zwei Jalapenos. Ja, was sagt das Rezept? Ich hätte vielleicht währenddessen den Ofen aufwärmen können. Das wäre auch eine optimale Idee. Das wäre auch eine sehr smarte Idee gewesen. 20 Minuten fertig backen. Also, ja, dann sehen wir uns in 20 Minuten nochmal. Boah, die Pizza ist aber schwer. Ist aber, ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. So wie Mama Fettuccini sie immer gemacht hat. Dann sehen wir uns in genau 20 Minuten um 19.36 Uhr. So, es ist 20 Minuten vergangen. Die Pizza scheint fertig zu sein. Einmal einen kurzen Blick mit der Pizza Action Cam. Oh fuck, das ist heiß. Ich bin mir nicht ganz sicher, der Teig scheint noch ein bisschen weich zu sein, aber die Pizza muss ja nicht verbrannt sein, ne? Also, ja, man muss ja nicht alles verbrennen, was man hat. Außer Hexen. Hexen sollten eigentlich immer verbrannt werden. Oh. Wow. Zack. Wow. Genau wie mein Finger. Mein Finger ist auch gerade verbrannt. So. Hier haben wir die Jalapeno und normal Pizza. Wir haben einen ziemlich dicken Rand, was kein Problem für mich ist. Und das ist alles Rand. Das ist hier keine Luft, das ist alles. Es ist alles Rand. Hier haben wir die Pizza. Riechen tut sie wirklich gut. Man riecht richtig den Käse und die Jalapenos. Aussehen, ich weiß nicht mit dieser Kruste, weil wenn wir das zu lange machen, dann verbrennt sie. Und jetzt gerade ist sie in diesem Sweet Spot, wo wirklich alles anscheinend perfekt ist. Ja, dann probieren wir mal. Hier ist übrigens mein Licht. Ist ziemlich hell. Ziemlich heiß. Und warum habe ich einen Löffel? So, ich schneide mir einfach mal ein Stück, ein normales Stück ab. Der Boden ist schön saftig, so wie ich es will, so wie ich es haben möchte. Der Boden entspricht meinen Erwartungen. Ah, da ist die 12. Pepperoni-Salami. Wie wäre es denn, wenn wir den ganzen Spaß erstmal auf dem Brettchen tun? Vielleicht wird es dann besser. So. Jetzt kommt Operation, kriege die Pizza von einem Stück Backpapier auf ein Brettchen, sodass sie vernünftig zu schneiden ist. Ich nutze hier fortgeschrittene Techniken. Das ist einfach ein Monster von einer Pizza. Auch wenn es anfangs nicht so aussieht, als ob es genug oder genau perfekt genug für eine Pizza ist, macht am besten zwei aus dem Teig. Weil das hier ist ein Biest von einer Pizza. Also Teig, teigweise. Es ist verdammt viel. So sieht die Pizza in höherer Qualität aus. Okay, meine Bewertung für diese Pizza ist, die Peperonis sind schön scharf. Die haben so ein bisschen Knall. Und der Rand, und wo ich eigentlich Angst hatte, dass er zu weich ist, ist genau perfekt weich, weil der ist nicht so knackig, nicht so bisshaft, aber es ist halt viel da, so dass man
einen schönen weichen Teig und einen schönen großen Biss bekommt. Also man hat nicht diese trockenen Stücke einfach nur Teig. Man hat nicht diese trockenen schwarzen Stücke. Man hat halt vernünftige Stücke. Alles in allem ist das ein relativ gutes Rezept für Pizzateig. Ich bin sicher, dass es jemand, der besser im Pizzamachen ist, besser machen könnte als ich. Aber das ist das Optimalste, was ich hingekriegt habe. Bierpizza oder Pizza Americanus, wie sie heißt, kriegt von mir besser als eine Tiefkühlpizza, besser als Fertigteig, aber nicht besser als eine bestellte. Eine bestellte ist immer besser, weil du musst dafür nichts machen. Du musst nichts für diese Pizza machen, wenn du sie bestellst, aber wenn du sie selber machst, dann hat man trotzdem nochmal dieses Gefühl, dass man was gemacht hat. Ihr kennt das, wenn man irgendwie rausgeht und Sachen macht wie Sport oder so. So, das war das Pizza-Pizza-Rezept. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Optimalerweise in 6 Monaten. Das war wirklich gut, das war lecker. Aber für nächstes Mal könnte ich vielleicht irgendwas Tiefkühldings vertragen. Abonniert, wenn es euch gefallen hat und noch einen schönen Tag. Das Rezept ist unten in der Diskretion verlinkt. Ciao. Hello everyone, I'm Scott, president of Domino's Pizza. Have you heard of Hatsune Miku? Domino's app featuring Hatsune Miku. Crunchy pancrust wala Pizza Hut ka naya Magic Pan Pizza. I need some pizza, 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 pizza. Every time I want that. Papa Giuseppe's Family Pizzas, now much more, eh?